Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe Geburtstag, noch nicht ganz, aber in diesem Video auf jeden Fall. Ich habe die ganze Birthday Week so ein bisschen mitgevloggt und das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Das ist mein Fit für einen Friseur. Ich gehe wirklich immer wie ein Penner, also ich habe sogar meine Crocs an. Ja, ich nehme meine Schminke jetzt mit, mache mich dann da ready, damit wir auch noch ein bisschen Content machen können. Aber jetzt muss ich erstmal schnell los, weil ich bin schon wieder zu spät. DJ hatte ja Geburtstag und natürlich bekommt sie auch ein Geschenk von mir. Ich zeige euch einmal, also das, was ich euch zeigen kann. Hier ist nämlich ein sehr privater Brief drin. Dann haben wir hier so ein paar Kleinigkeiten wie Kuschelsocken. Das ist mein absolutes Lieblings-Duschgel von Rituals. Ja, so ein paar Beauty-Sachen. Dann habe ich ihr eine Kette gekauft, dieselbe, die ich habe. Da steht auf Arabisch Sabr, also Geduld. Das hat sie sich gewünscht. Ein oder ihr Lieblingslippenstift von MAC, der Velvet Teddy. Dann habe ich bei Lala Lab noch so süße Polaroid-Fotos bestellt. Ich finde, das wertet so ein Geschenk nochmal voll auf. Irgendwie total cute. Und ich glaube, sowas hat sie auch noch nicht. Deshalb, ja, ich kann euch jetzt die restlichen nicht alle zeigen, aber auf jeden Fall so ein paar Erinnerungen. Das finde ich immer ganz süß. Und das Hauptgeschenk ist hier hinten drin. Das ist ein MyWellness-Gutschein für 2 Stunden mit Dampfbad und so. Also richtig cool. Ich freue mich da schon drauf. Und ich hoffe, dass sie sich freut. Guckt mal, ich weiß nicht, doch ein bisschen könnt ihr es sehen. Es schneit einfach. Ich hasse Schnee. Oh Mann. So, Jay war Brötchen holen für uns und wir frühstücken jetzt erstmal. Ja. Für wie viel Mann hast du eigentlich Essen gekauft? Die Kamera ist auch da, mein Gott! Ja. Sind 4 Brötchen, 2 normale, 2 komisch andere, 2 Croissants, 2 Schokocroissants, 2 Berliner. Ja, ja gut. Reicht für 10 Tage. Also Leute, das ist das Vorher. Die sind so krass ausgewachsen. Oh, ich freue mich jetzt. So, ihr Lieben, hier sieht man ganz genau, wie eng aneinander die Folien gesetzt worden sind. Wir haben jetzt einmal den kompletten Hinterkopf schon gestreift. Wir sind jetzt ungefähr seit 1 Stunde dran, Ailo. Ja. Und jetzt haben wir noch die Seiten und den Oberkopf vor uns. Und dann haben wir es fast geschafft. So, Leute, ich sehe nichts mehr. Aber wenn noch einer sich beschwert, dass Babylights teuer sind, ne, der hat sie nicht mehr alle, weil guckt euch das an. Das ist geisteskranke Arbeit und einfach Kunst. Also das waren jetzt, wir haben 14.11 Uhr und wir haben um 12 Uhr angefangen. Also Schockgesell. So, wir sind fertig. Guckt mal, wie schön, Leute. Ich bin wieder blond. Richtig cool. Und ich habe wieder Curtain Bangs. Ja. Toll. Natürlich sollt auch ihr nicht leer ausgehen, deshalb haben wir ein Gewinnspiel für euch. Wir verlosen 2 50-Euro-Gutscheine für alle Dienstleistungen im Salon Harry Tales. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, dieses Video zu liken und das Video in eurer Instagram-Story zu posten und mich zu markieren. Dann sehe ich, dass ihr teilnehmen wollt. Und unter all denen, die das in ihrer Story posten, dieses Video hier, sei es über Screenshot-Link, was weiß ich, aber denkt dran, mich zu markieren, hüpft in den Lostopf und dann, ja, können 2 von euch einen 50-Euro-Gutschein gewinnen für die Dienstleistungen, also Schnitt, Farbe, alles mögliche, Glossing, alles, ja, was dort halt gemacht wird, ne? Ich bin von der Arbeit zu Hause und wir haben mittlerweile auch schon 18.30 Uhr. Ich habe gerade die ganze Wohnung geputzt, ich bin immer noch am Putzen, ich muss jetzt noch Staub sorgen, aber hier ist alles clean. Ich muss irgendwie noch gucken, wie ich die Kamera halte, das sieht ja mega witzig aus. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt noch Staub saugen und dann gehe ich einkaufen, weil meine Eltern kommen ja morgen und meine Oma zum Frühstücken. Ja, ich sehe total fertig aus. Ich habe mir vorgenommen, noch meine Nägel zu machen heute, weil schwarz passt irgendwie nicht so in den Vibe. Wir sind nämlich dieses Jahr im pinken Vibe. Ja, ich wollte die neu machen und noch duschen gehen, also so eine Everything-Dusche machen und auch Selbstbräuner aufs Gesicht drauf machen. Mache ich dann später. Ich hoffe, ich schaffe heute noch alles, aber ja. Bett ist auch frisch bezogen, also richtig clean alles. Ich war jetzt noch eben beim Aldi ein paar Teile einkaufen für morgen früh. Es war einfach so leer, ich war gefühlt die Einzige. Und das muss jetzt alles hoch. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das war, das hochzutragen.
Ich muss das jetzt alles aussortieren und so. Und ich gucke dabei, die Schneegesellschaft soll richtig cool sein. Ich bin sehr gespannt, weil die wird voll gehypt. Da mache ich meine Nägel ab, gehe duschen und mache sie dann wieder neu. Habe ich gar keinen Bock drauf, aber egal. Ich habe mir übrigens ein Pyjama gekauft für Samstag für den Brunch. Der ist so pink, weil ich ja alles irgendwie so in pink halte. Ihr wisst, der Vibe dieses Jahr ist pink. Und meine Nägel sind auch fertig, wenn das fokussieren würde. Aha, jetzt. Guckt mal, wie cute mit den Stickern. Wir haben jetzt 22.44 Uhr, 8. Januar. Ich gehe jetzt duschen und dann schmeiße ich mich hier in mein frisch gemachtes Bettchen. Und ja, da melde ich mich morgen wieder bei euch. Guten Morgen, heute ist mein Geburtstag und ich bin schon unterwegs. Ich musste mich sehr beeilen, deshalb konnte ich mich vorher nicht melden. Aber ja, mein erster Stop ist heute Elena in Düsseldorf. Und ich bekomme das allererste Mal ein Browlifting von ihr. Ich bin sehr gespannt. Aber es wird bestimmt gut. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Und ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich voll zu spät gekommen bin. Ich musste mich voll beeilen. Deshalb habe ich jetzt erstmal ein Wasser bekommen. Wir bekommen jetzt auch einen Kaffee. Also volle Programm hier. Ja, ich liebe es hier. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Ich bin jetzt ein bisschen hier durch den Wind, aber wow, wie schön. Also wirklich mega. Das ist jetzt noch ein bisschen ölig und so, aber ich bin außer Puste. Ich zeige euch das später nochmal dann richtig. Aber die Elena hat mir ein Geschenk gegeben, Leute. Das ist so süß. Ich kann nicht mehr. Wartet, wir gucken jetzt zusammen rein. Übrigens filme ich jetzt gerade wieder mit dem iPhone, weil ich die Kamera nicht mit habe. Ha, ich krieg's nicht auf. Wartet. Also, wir haben hier einmal einen alkoholfreien Sekt. Sehr gut. Ein Waschlappen. Oh mein Gott, ist der weich, Alter. So. Was haben wir hier noch? Ein paar Masken. Auf jeden Fall eine Augenmaske und eine Hyaluronmaske. Sehr, sehr cool. Och Mann, warum ist die so süß? Eine Haarklammer. Die passt halt voll gut zu meinen Haaren. Eine Spange unten. Oh nee. Süß. Eine Augencreme von Cure Concept. Oh mein Gott, ich bin so happy mit dieser Marke. Sie benutzt die auch im Salon. Sehr, sehr huge. Und ein Früchtetee. Och Mann, das ist wirklich cute. Danke, Elena, falls du das siehst. So Leute, ich filme wieder mit der Kamera. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, ob ihr einen Unterschied sehen werdet. Oder ob ich einen sehen werde beim Schneiden. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Tisch gedeckt. Ich koche gerade noch Eier und meine Eltern müssten jetzt jeden Moment kommen mit meiner Oma. Ich freue mich sehr. Super Geburtstag, die Sonne scheint. Ich bin sehr, sehr happy. Es ist zwar unnormal kalt, aber die Sonne scheint und das ist die Hauptsache. Keno, wo bist du? Hallo. Hallo, mein Schatz. Oh, nein. Wie süß ist das denn? Mama, hast du dich ja wirklich selber übertrauen? Wie süß. Was mein Papa. Wow, Blumen. Meine Familie ist jetzt erstmal weg. Ich habe alles aufgeräumt. Wir haben jetzt 13.25 Uhr. Die Lena kommt jetzt gleich noch. Die wollte kommen, um mir zu gratulieren. Richtig süß. Und da mache ich mich ready. Das ist jetzt mein Outfit. Ich habe mich fertig gemacht. Ganz entspannt. Ich habe hier drunter auch noch eine Leggings und noch ein Oberteil, weil es echt kalt ist. Ich sterbe halt wirklich komplett. Ich habe das gerade auch schon auf Instagram gepostet. Ich habe so heftige Zuschauer. Zwei Mädels, also zwei Zwillinge, die mich verfolgen, haben einfach ein Geschenk bei Jay im Salon für mich hinterlassen. Ich heule, wie süß ist das bitte? Ich bin so, so dankbar. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt Freitag. Ich habe heute Urlaub. Habe schon ein bisschen aufgeräumt, war duschen, alles mögliche. Habe heute wieder Silbershampoo benutzt und meine Haare sind wieder so, boah, sie sind wirklich einfach grau. Ich liebe das. Ja, das ist mein Outfit. Ich erledige jetzt noch ein paar Sachen. Ich kaufe jetzt Blumen ein für die Tischdeko morgen. Meine Mama war netterweise für mich einkaufen für morgen. Das hole ich jetzt ab. Also big love an Mami. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier da Tüten hingestellt, weil wer mich verfolgt, weiß,
Ja, ich liebe sowas einfach. Und an meinem Geburtstag bekommen die Mädels immer ein kleines Geschenk. Also es ist nur eine Kleinigkeit. Ja, hier steht auch schon alles bereit gleich für die Deko. Da kommt die Lara, meine Freundin, mir helfen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und ja, ich freue euch einfach jetzt gleich so ein bisschen mitzunehmen. Heute Abend wird auch eine Torte, also ein Kuchen abgeholt. Weil, ja, gehört einfach dazu, ne? In meiner Küche ist jetzt das pure Chaos. Hier sind schon mal die Lebensmittel, die wir brauchen. Hier habe ich schon mal so ein paar Utensilien rausgelegt. Ich mache jetzt hier für den O-Saft morgen so Schleifchen dran. Finde ich einfach mega süß. Genauso wie hier. Also die Schleifchen finden sich irgendwie überall wieder. Ja, mal schauen, ne? Also ich bin jetzt hier am Werkeln. Die Lari hat mir ein Geschenk gebracht. Das sieht wirklich toll aus. Was soll ich zuerst aufmachen? Ist egal. Wie süß. Egal, das sind nur so Kleinigkeiten. Also geilo. Die beiden sind die Hauptsache. Okay, ich packe jetzt aus. Das ist jetzt das Vorher. Wir dekorieren jetzt das Wohnzimmer. Wir haben uns so ein paar Luftballons hier vorgestellt. Und voll der gute Tipp. Wir wollten nämlich eine richtig teure Gaskartusche kaufen, aber die Lari hatte hier den... Du hattest das zufällig in der Hand, ne? Das ist einfach so ein Kleber für die Decke, also mega gut. Schauen wir mal, was wird. Ein paar Blümchen kommen jetzt da rein und dann zeigen wir euch gleich das Endergebnis. So, und das ist das fertig dekorierte Wohnzimmer. Wir haben ein paar Ballons an die Decke geklebt, geklatscht. Hier ist eine Girlande, dann haben wir Tischdeko. Und ja, überall so ein paar Blumen verteilt. Ist ja eine Pyjama-Party, das heißt, die Mädels können sich auch aufs Sofa setzen und essen. Leute, Lara ist so toll. Ohne sie sah das hier nicht so toll aus. Falls übrigens jemand denkt, ich tue hier nichts, ich trage ja auch meinen Teil dazu bei, ja? Also, ich schneide Käse und habe Trauben gewaschen. Eine Gurke geschält. Also, mir kann hier niemand was anfeuern. Aber ich will hier natürlich auch den Profis nicht reingrätschen in ihrer Wurstkäseplatte. Wir haben jetzt einen kurzen Stopp eingelegt in der Küche und fahren jetzt die, ich will immer Torte sagen, aber es ist ein Kuchen. Wir fahren jetzt den Kuchen holen. Zeige ich euch gleich. Let's go! Da ist er. Er sieht einfach genauso aus wie auf dem Bild, was ich ihr geschickt habe. Ich blende euch mal hier ihr Insta ein. Sie macht das echt toll. Und ja, hoffen wir, dass er jetzt überlebt bis nach Hause. Ich fahr vorsichtig. Okay, wow. Wir haben jetzt Samstagmorgens. Wir warten jetzt auf die Mädels. Lara ist wieder da. Als wäre sie nie weg gewesen. Und sie hat es jetzt hergerichtet. Das ist so krass. Man will es gar nicht essen, aber ich habe wirklich dolle Hunger. Ich zeige euch das jetzt einmal. Also hier haben wir erstmal Kaffee und Besteck, Brötchen, Croissants. Und dann hat sie eine Wurst- und Käseplatte gemacht. Alter, wie krass. Ist das? Das ist wirklich ein Meisterwerk. Also das hat sie sehr krass gemacht. Ey, du könntest das wirklich beruflich machen. Ich meine es so ernst. Haben wir Tomate, Mozzarella, Eier. Das ist ein Brokkolisalat. Der Kuchen. Dann haben wir hier noch Joghurt. Und eine Etagere mit Obst, damit man sich so ein bisschen den Joghurt verfeinern kann. Und ein paar süße Sachen natürlich auch für die Croissants. Und hier haben wir dann noch ein paar Getränke. Apfelsaft, Orangensaft und Wasser. Es kommen 7 Mädels und wir haben Pyjama-Party. Die Mädels sind jetzt alle da und wir fangen jetzt mit dem Brunchen an. Ich finde es so toll, dass wir alle im Pyjama sind, Leute. Das sieht so cool aus. Ja, wir essen jetzt und dann packe ich Geschenke aus. Pia, tolle Geschenke bekommen. Ja. Oh. Wow. Doch, der schmeckt mega gut. Da sind noch Stückchen drin. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt was in die Kommentare, was Nettes. Und vergesst nicht mehr, auf Instagram zu folgen. Wir sehen uns. Tschüss.